Und wir machen uns auf den Weg zum roten Licht hier. Wie klingt denn eigentlich unsere Waffe jetzt? Oh, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser gesilenced ist als vorher. Klingt auf jeden Fall ganz cool. So, da sehe ich doch auf jeden Fall schon mal was, was uns helfen kann. Wo wir aber leider nicht rankommen. Mist. Das heißt, wir müssen wohl noch manuell klettern. Und das machen wir am besten nicht von hier aus, weil ich Angst habe zu sterben. Hui. Hui. Schweine. Oh, die begatten sich gleich, da wette ich drauf. Oder du begattest mich. Na komm, da gehen wir einfach wieder. Das wird mir ein bisschen zu abstrus. So, Türchen ist offen. Wir können passieren. Können wir passieren? Was ist denn das da? Ah, okay, aufstemmen. Ja, in so einen Aufzug habe ich auf jeden Fall Vertrauen. Okay, dann klettern wir da mal hoch. Mal gucken, was es bringt. Na komm, halt dich an dem Rohr fest. Will sie nicht, mag sie nicht. Findet sie uncool. Aber hier kannst du hoch. Okay, den Überlebensinstinkt habe ich jetzt nicht gebraucht, habe ich einfach nur mal gemacht, weil da stand, ich soll das machen. Bergungsgut. Bergungs... Ach nee, das sind Granaten, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Aber das da ist Bergungsgut. Das kann mir keiner erzählen, dass es kein Bergungsgut ist. Ja, natürlich ist es Bergungsgut. Und wir sind über die 450, das heißt... Oh. Oh. Kommen wir da noch hin? Nein! Oh. Alter, warum springen die jetzt da irgendwie unten durch? Das geht doch wohl gar nicht. Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht bringen. So, also neuer Versuch. So. Okay, das hätten wir schon mal. Gibt's hier noch irgendwas zu finden? Ein Tagebuch, schau sich das meine an. Okay. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügelt und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde.
Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Diese Story ist so gewaltig, dass sie ein Computerspiel draus gemacht haben. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, Whitman, der ist doch ein bisschen... Also der Kapitalist schlechthin, oder? Whitman, meine große Entdeckung. Whitman hat seinen Verstand verloren, seine Besessenheit von Ruhm und Reichtum hat ihn voll und ganz vereinnahmt. Na, also der ist eigentlich das Sinnbild eines Kapitalisten, vollkommen behindert. Und irgendwie ein bisschen am Rad drehend. Nee, aber der kann doch nicht ernsthaft glauben, dass er irgendwie mit Matthias verhandeln kann, dass Matthias irgendein Interesse an Geld hat. Das kann doch wohl nicht denn sein Ernst sein. Matthias hat kein Interesse an Geld. Matthias hat ein Interesse an... einfach daran, von dieser Insel wegzukommen. Das ist sein einziges Interesse. Naja gut, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Warum klettern wir eigentlich nochmal hier hoch? Nur wegen diesen Ruinen? Kann ich ja gar nicht glauben. Okay. Schaffen wir das? Schaffen wir, oder? Schaffen wir. Alles klar. Okay, reicht das? Dürfte reichen, ne? Wenn es zu uns schwingt, dann springen wir. Oh oh. 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 Die Gondel hat sich verabschiedet. Das ist nicht gut. So, da sind wir voll. Und die Musik hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Sind hier wieder Gegner? Hier sind doch bestimmt wieder Gegner. Wow, 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 Larry, Larry. Wow, what the fuck, was machst du? Was machst du? Moves like Jagger oder was? Oh. Oh, Alter, was war das denn? So, okay. Leiter hoch. Da ist auch noch eine Leiter. Aber hier ist nochmal Bergungsgut, sehr schön. Nehmen wir mit. Was machen wir hier? Da in dem Grab sind scheiß Odi. Keiner darf rein oder raus. Ich hab alles, was einen Fuß da reinsetzt. Hast du der OMS-Tour zugehört? Ja. Sie sagten, ein paar Jungs sind zum Bergen rein und nie mehr rausgekommen. Die verarschen dich, Bruder. Die Mistkerle denken sich das aus. Glaub einfach nichts davon. Okay. Onin im Grab. Das klingt nicht gut. Ich will keine Onin im Grab. Ich will keine Onin im Grab. Onin im Grab sind böse.
Ich weiß übrigens immer noch nicht, was wir überhaupt in diesen Ruinen zu finden hoffen. Aber wir klettern da einfach mal hin. Alles sauber, oder? Ja. Lol. Bug. Was? Geheimes Grab in der Nähe? Nö, ne? Nö. Das haben wir ja schon irgendwo hier. War ja eins, das wir schon abgegrast hatten. Na gut, dann gehen wir einfach mal dahin, wo wir hin müssen. Wo sind wir eigentlich? Ach, wir sind jetzt hier unten. Und da, überall waren wir schon. Alter. Oh. Oh, das schaffe ich niemals. Schaffe ich das? Bis darüber? Ja doch. Kerzen. Noch mehr Kerzen. Da hat schon wieder jemand Tage gezählt. Und hier schon wieder so ein richtig fettes Flakgeschütz, das hier aus irgendeinem Bunker rausragt. Und offenbar ein bisschen lädiert ist, aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Ruinen also. Wir sind in Ruinen übrigens. Wollte ich nur ganz kurz anmerken, können wir jetzt wieder zurückgehen? Nee, ne? Geht nicht. Entdecken Sie das alte Grab. Oh, jetzt gehen meine Frames in den Keller. Alter. Ein Geocache. Komm. Sehr schön. Blümchen pflücken. Ach, wir können auch langsam klettern. Das ist ja cool. Das sieht geil aus. Richtig panthermäßig. Und dahin durch. Ich will das haben. Kann ich vielleicht? Nee, das geht nicht. Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Na gut. Ja, haltet mal Ausschau nach mir, aber ihr werdet mich nicht finden. Denn ich bin ein Geist. Neues Lager entdeckt. Unsicheres Lager. Ein Tagebuch. Lesen wir das jetzt schon? Lesen wir es jetzt schon. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Derselbe Soldat. Und wieder erwähnte die Oni. Sind das vielleicht die Dinger, die ich im Kloster gesehen habe? Ja, natürlich sind das die Dinger. Alter. Und alle haben sie Angst vor denen. Gut, hätte ich aber auch... Ah ja, Riesenviecher. Scheiße, Mann. Theorie?
Ja, die hängen da schon länger. Definitiv. So, da ist eine Tür. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir da schon was sehen. Sehen wir da was? Ein Schalter? Aber auch mehr nicht.